cool aus. Ja, wie gesagt, gestern habe ich den Stream ausfallen lassen, aber dafür sind wir heute da. Ab morgen will ich erstmal wieder 4 Tage arbeiten und dann geht es wieder weiter. Ladebildschirm. Na, komm, fertig. Ja. So. Wir haben zuletzt gespielt am 31. Laden. Das Telefon hat sich bewegt. Okay. Gut, ich weiß jetzt gar nicht, weil das jetzt so lange her ist, was heute Tagesgericht ist. Deswegen überspringen wir einfach mal die Vorbereitungsphase. Kling, ah, gebackene Garnele, Forelle, das kann ich. Und das kann ich auch. Gut, wir nehmen erstmal eine Forelle mit. Zack. Fangen wir mal hier mit an. Schwarzer Pfeffer. Da ist er. Ne? Noch einen. So, jetzt. Thymian, 5 Gramm. Wo ist er? Dill Thymian. Und Dill. Der Dill. Auch 5. Haben wir. Jetzt kann das gebacken werden. Moment. So. Erst das Backblech holen. Anmachen. Wir haben ja jetzt zum Glück diese Thermalsicht. Das erspart uns viel Arbeit, immer wieder das Auf- und Zumachen. So, Zitrone kann man schon mal schneiden. Gefallen mir. Die sehen gut aus. So, jetzt können wir schon mal ein Tellerchen holen hier. Weil die Forelle dauert, glaube ich, nicht so lange. Doch ein bisschen schon. Aber wir können schon mal hier Platz schaffen und das zweite Gericht anfangen. Das Lachssteak. Zack. Und die gekochten Kartoffeln. Das heißt, einmal Wasser holen. So, das Kartoffelwasser muss natürlich gesalzen werden mit 20 Gramm. Das ist der Zucker, das ist das Salz. Na, Nase wird heute irgendwie. So, dann holen wir doch schon mal 2 Kartoffeln und setzen schon mal das Kartoffelwasser auf. Also die Kartoffeln. Eins, zwei. Wie sieht die Forelle aus? Die ist fertig. Komm, Tellerchen, mitkommen.
war noch Meerrettich 5 Gramm drauf, ne? Ja, hier. Jetzt habe ich die Zitrone gemeerrettigt, egal. So. Ja, der Kühlschrank ist noch offen, ich weiß. Ich will erstmal die Bestellung abliefern. Und raus damit. Sehr schön. Oh, perfekt. Mit perfekt kann ich leben. So, jetzt brauchen wir ein Lachsfilet. Oh, kommt gleich. 5 Gramm Salz. Fünf Gramm Pfeffer. Jetzt wird es hektisch hier. Wie sehen die Kartoffeln aus? Noch nicht fertig. Wir nehmen uns mal ein Pfannchen. Und wir brauchen 10 Milliliter Sonnenblumenöl. Na komm. Ah, zu viel, egal. So, das da. Und an. So, schon mal einen Teller besorgen. Kartoffeln sind gleich fertig. Den schmeißen wir da unten hin. Wie sieht's aus? Gleich fertig. Wow. Hier brutzeln und brutzeln. Die andere Seite auch noch. So, hier brauchen wir wieder hier brauchen wir Butterschmalz, Salz und so weiter. Ich nehme schon mal eine zweite Pfanne raus. 30 Milliliter Butterschmalz. Uah. Na gut, 35. Salz 10 Gramm. Da ist es. Pfeffer 10 Gramm. Und 120 Gramm Garnele. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Die ist auch fertig. Kommt da noch irgendwas drauf? Nee. Gut. Und raus damit. Das muss gut sein. Na gut, eine ganz kleine Ecke fehlte. Was haben wir denn für falsch gemacht? Gastbeschwerden? Ah ja, stimmt, zu viel Olivenöl war es. Wobei ich nicht weiß, wie der 0,3 Milliliter Olivenöl schmeckt. So, wie seht ihr aus? Oh, haha. Die sind gleich fertig. Ich muss das doch ohne schneiden. Naja, nehmen wir die erstmal raus, bevor die anbraten halt. Gleich den ausmachen. So. Jetzt brauchen wir hierfür aber noch eine Zitrone. Und die wird wie geübt auch geviertelt.
Und zack. Sehr schön. Gefällt mir. Und dann müssen wir noch die Suppe drauf gießen hier, die wir da in der, im Fännchen noch haben. Muss mal probieren, ob das mit der Kelle geht. Du bist, glaube ich, jetzt leer. Ich stelle dich trotzdem erstmal wieder dahin. So. Oder ob wir da einen Suppenteller für nehmen müssen? Ich glaube nicht. Sieht auf dem Bild zumindest nicht so aus. Na gut. Was haben wir denn falsch gemacht? Zu viel Salz, zu viel Pfeffer, zu viel Butterschmalz. Ach! Mist! Ja! Stimmt ja, die Petersilien-Dinger. Die habe ich vergessen. Okay. Ja gut, Forelle kann ich. Ich mache aber erstmal kurz die Kartoffeln hier fertig. Wah. So. Ja, ein bisschen zu viel Wasser, egal, nicht so schlimm. Kartoffeln. Wir können ja die Forelle parallel abarbeiten. Das ist ja gar nicht so problematisch. So, du bist, glaube ich, sauber. Häng ich dich mal wieder hier hin. Hier ist noch was drin. Zack. Und zack. Langsam habe ich mir die Rezepte sogar schon gemerkt. 1, 2, 3, 4, 5. Zehn Milliliter davon. Na gut. Wird er sich wieder beschweren, dass 0,1 Milliliter zu viel Olivenöl drin ist. Sonnenblumenöl drin ist. So. Zack. Dann können wir uns schon mal eine Forelle rausholen. Zack. 5 Gramm, 5 Gramm, 5 Gramm, genau. 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ach. Wieso muss ich das Backblech erst rausnehmen? Das verstehe ich bis heute nicht. So. Ich hätte es doch auch da einfach reinschmeißen können. So, an. Im Vorbeigehen gucken wir mal, wie das Steak aussieht. Und die Kartoffeln. Sehr gut sogar mittlerweile. Können wir uns nochmal einen Teller holen? Nein! So. Stell das mal dahin. Holen wir mal den Spargel raus. Na? Oh, ich hasse sowas. Hallo! Oh. Jetzt. So. Nach der Forelle gucken. Die ist noch nicht so weit. Zitrone. Zitrone. Bleib stehen. Hallo? Hey. Hallo. Jetzt aber. Eine Helikopter-Zitrone. So, fertig. Gut. Ich guck mal ganz kurz. Das Lachsfilet ist gleich fertig. Die Forelle ist gleich fertig. Ja, hänge. So.
gehört noch Meerrettich drauf. Wo ist der Meerrettich? Ach, da. Moment, Moment, Moment. Ist mir jetzt egal. Ist nicht ganz durchgebraten, glaube ich, an der einen Stelle. Aber wir müssen mal hier noch Meerrettich drauf machen. 5 Gramm. So. Dann die Zitrone und diesmal die Petersilie nicht vergessen. Was? Bleib hier. Eins, zwei, drei. Das Essen für den Richter mal zuerst raus. So. Perfekt, 5 Sterne. Der Richter ist beeindruckt. So, dann bringe ich mal das zweite Gericht auch schon mal vor. Und noch einmal, heute ist Lachstag. Lachs- und Forelletag. Den. Ja, ich weiß, es war nicht ganz durchgebraten an einer Stelle. Jetzt ein Fehler, ich weiß. So. Ja! Mein Gott! Ich nehme das Kartoffelwasser jetzt nochmal. Egal. So. Lachssteak. Haben wir ja jetzt Übung drin. Ich werde auch die Pfanne nochmal benutzen, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Lachs für die Katz, genau. Willkommen. Ne? Oh, Pfeffers alle. Wir brauchen mehr Pfeffer. Pfeffer. Ja, erstmal das Ding wegschmeißen. Pfeffer kaufen. Pfeffer, 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 da. So. Bei 2 waren wir. 3, 4, 5. So. Kartoffeln sehen gut aus. In der Zwischenzeit die Garnelen kann ich ja schon mal vorbereiten. Wow, was war das denn jetzt? Es spukt eindeutig in dieser Küche. Erst das Telefon, was sich von selber allein bewegt, jetzt springen hier Pfannen durch die Gegend. So. Mal kurz gucken, was das Essen macht. Oh, ist gut. 10 Gramm Salz, 10 Gramm Pfeffer. So. Und wir holen schon mal die Garnelen. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Gut. Ich besorge mal einen Teller hier. So, komm mit. Ja. Die Funktion ist so nervig. So. Dann wow. Ja, ein bisschen alle Platten. Kann das Ding nicht mal so teilen wie soll? So, jetzt aber. Oh, jetzt. So. Die Garnelen sind ja schnell fertig. Da kann man schon mal einen Teller holen. Erstmal das Wasser ausmachen hier. Das. Stellen wir die erstmal hier rüber. Zitrone gleich noch fertig machen. Kann ich ja schon mal eine holen. So, Zitrönchen. Diesmal keine Helikopter-Zitrone. So. Komm.
Der etwas angebratene Lachs. Ja, ich weiß, Hitzefehler. Nicht genug Salz. Egal. Das ist von verkochtem Wasser gewesen. Wir haben ja das Kartoffelwasser sozusagen recycelt. Nein. Kommst du da raus? So, als nächstes wieder eine gebackene Forelle. Na gut, das geht ja schnell. So. Zack. Zack. Aber heute ist echt abwechselnd Lachs- und Forellentag. So. Diesmal dürfen wir auch nicht die Petersilie vergessen. Das kostet immer einen Stern, das ist scheiße. So, hier hin. Eins, zwei, drei. Raus damit. Kann ich mit leben. Ja. Ich habe da was drauf gegossen. Versteh manchmal einer das Spiel. So, schon wieder Lachs. Forelle, Lachs, Forelle, Garnelen, Forelle, Lachs, meine Güte. So. Wir machen erstmal die Forelle jetzt fertig. Komm mit. Schwarzer Pfeffer. Thymian und Dill. Und Dill. Thymian meine ich. Ah, zum Glück daneben. Das wäre einer zu viel. So, das Tablet. Dann schon mal eine Zitrone vorbereiten. Holen wir schon mal die Zitrone auf den Teller hier. Dann können wir das nämlich gleich nachher alles so aus dem Ofen nehmen. Dann können wir uns nämlich schon mal. Wie viel Salz ist da eigentlich noch drin? Ich mache mal nochmal einen Schwaps rein. Dann verwenden wir das Kartoffelwasser nochmal. Ich weiß, das ist eklig, aber das weiß der Kunde ja nicht. So. Wir sind sparsam. So, zack. Ist da noch was drauf auf dem Ding? Bevor ich jetzt wieder eine Pfanne wegschmeiße, ja. Ich habe hier noch eine Pfanne liegen. Moment. Die ist sauber. 30 Milliliter Butterschmalz. Oh, perfekt. Ah, ich habe jetzt. Scheiße. Das war das Falsche. Ach, ich war jetzt auf Garnelen aus. Egal. Stimmt ja. Hier kommt ja gar kein Butterschmalz rein. Zack. 10 Milliliter Sonnenblumenöl. So war das. So. Auch perfekt. Ich guck mal kurz. Moment. Bevor wir hier. Oh, die Forelle ist fertig. Noch Majoran oben drüber. Meerrettich. Meerrettich, nicht Majoran. So. Und auch wieder die Petersilie nicht vergessen. Wäre das meine Küche, wären die Kräuter alle schon vertrocknet. Ich habe keinen grünen Daumen.
Deswegen kaufe ich fast immer nur Trockenkräuter. Schlechte Schneidtechnik. So. Jetzt brauchen wir hier so ein Ding. Komm, Lachs. Jetzt kommen die Garnelen. Ich wusste doch. Ich gleich stehen lassen können. Ich sag doch, es spukt in diesem Haus. Oh, Kartoffeln sind fertig. So, dann nehmen wir die mal raus. In der Zwischenzeit, jetzt können wir das mit dem Butterschmalz wieder vorbereiten. Na gut, 32. Egal. 10, 10. Und Garnelis holen. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Wenn in der Zwischenzeit eine Zitrone für die Garnelen. Wow. Hat keiner gesehen. Okay, das war die Tür. Ich muss erst mal die Platz annehmen. Ich hab die da nehmen. Oh, bleib doch mal da stehen. So. Das ist fertig. Und geht auch gleich raus. So. Der Tag müsste eigentlich bald zu Ende sein. Haben wir jetzt falsch gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Ah, das Salz. Ja gut. Nochmal kann ich das Kartoffelwasser auch nicht verwenden, glaube ich. Irgendwann fällt es auf. Und eine Forelle. Wird ja der Fisch in der Pfanne verrückt, ne? Das war jetzt schon wieder falsch. Fehlendes Produkt. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das am besten dosiere. Ach, schon wieder? Leute, ihr macht mich irre heute. Immer dieselben Sachen. So. Einmal die Forelle. 555, wie immer. So. Vielleicht ist noch heiß, nehmen wir ein zweites. Okay, Fisch ist platt.
Sie wollten eine Flunder. So. Alles klar. Zitrone. Was machst du denn da? Hallo. So. Ich schon mal die Zitrone aufsammeln hier. So, zack. Drauf da. Und hier können wir jetzt schon mal wieder für die Garnelen vorbereiten. Braucht bald mehr Butterschmalz. Ist auch schon wieder fast alle. So. 10, 10. Mein Salz. Das, nee, das ist Zucker. Jetzt war auch mal eine Idee, aber gesüßte Garnelen. So. 20, 40, 60, 80, 100, 120. So. Wie weit ist die Forelle? Fast fertig, sehr schön. Nehme ich meinen Teller mit. Das ist so nicht normal. Ja. Hey! Bleibt ihr mal auf dem Teller liegen? Hallo! Jetzt. So, ich gucke erstmal kurz nach den Garnelen. Aus Erfahrung sind die rasant schnell fertig. Sag ich doch. Na. Und bevor die halt anbrennen, nehme ich die mal lieber raus. So, mal dahin. Oh, hier ist noch eine Pfanne an. Zack. Und dann gieß mal davon wieder was drüber und dann müssen wir noch eine Zitrone für die Garnelen schneiden. Ah, ich muss eh putzen. So, hier muss erstmal noch mal Majoran drüber, Meerrettich drüber. Wie komme ich mal auf Majoran? Zack, zack, zack. Forelle ist fertig, kann raus. Das ist gut gelaufen. Der Gast ist zufrieden, perfekto. Und das, obwohl ich die Forelle geplättet habe mit den, mit der Pfanne, dem Teller, dem Backblech, wie auch immer. So, jetzt sammeln wir mal die Zitrone ein. Auch hier wieder ein bisschen Petersilie oben drüber. Und dann geht das Ganze raus. Und es wird wahrscheinlich eh wieder heißen: fehlende Mischung. Ich muss mal gucken, ob das mit der, ja, einer der Kellen hinbekommt, das besser zu dosieren. Ja, sag ich doch, fehlendes Produkt. Wir schließen! Wir schließen. Sauber machen. Der Fischtag ist vorbei. Den Topf noch weg hier. Der Ofen ist noch an. Ja, mach ich gleich. So.
Wieso hängt denn das? Kriegt das Backblech hier nicht mehr raus? Mal probieren, wenn es neu geladen ist. Vielleicht ist das ein Bug. Beim nächsten Tag mal gucken. Ja. So. Hausch. Sind die Dinger aus Stahl? Fest. So, das müssen wir noch sauber machen. Zack, rein damit. Ich glaube, das sieht sonst alles ganz gut aus. Kann so bleiben. Ist das Ding vielleicht das? Ja, es muss erst abkühlen. Na gut. Ich lasse meine Gewürze immer auf dem Tisch stehen. Das macht sich dann einfacher, als wenn ich hier jedes Mal alles von da drüben holen muss. So, fertig. Die rollende Zwiebel. Wir haben 4,4. Zweiter Platz ist doch gut. 4,4. Kann ich mit leben. Ja, besser als nix, ne? Silber. Schon wieder eine Inspektion? Wo soll ich eigentlich mit den ganzen Trophäen hin? Brauchen ein Regal oder sowas. Und Perk! Neuer Perk! Wie cool! Was nehmen wir denn heute? Teller zerbrechen nicht. Flaschen zerbrechen ist auch nicht schlecht. Deine Reichweite ist größer, ist auch nett. Kinder mit zwei Quests. Nee, Zeit zurückspuler. Auch noch nicht. Ah. Bestellung mal. Ich mach mal das. Das klingt gut. Und noch Fähigkeiten aufwerten. Ja, warte mal. Was nehmen wir denn da? Gewürze kaufe ich nicht so häufig, das lohnt nicht. Puh. Verlängerte Zeitüberschreitung habe ich schon. Das habe ich auch schon. Langsameres Anbrennen oder langsameres langsameres Anbrennen. Ist gut. Noch einen frei. Den können wir aber auch aufheben und später verbraten. Ich glaube, das machen wir auch. Im Moment. Ja gut, doch. Hier. Höhere Belohnung ist immer gut. Und noch ein Rezept aussuchen. Na, ist der Bug. Was ist das denn? Ja, der Bug ist noch da. Hamburger. Nee. Nee. Caldo Verde. Klingt interessant. Oder Tomatenbruschetta. Ist eine gute Frage eigentlich. Hier, das Caldo Verde.